Für manche Politiker war er immer nur dieses Magazin aus Hamburg, der Spiegel. 270 Redakteure, 79 Dokumentare, insgesamt 895 Mitarbeiter auf 12 Etagen. Durchschnittlich verkaufte Auflage 1,05 Millionen. Ein Chefredakteur, 10 Pförtner, eine Massageabteilung, jede Menge stille Gesellschafter. Seit Januar 2007 ist das Magazin 60 Jahre alt. Ein viel zitiertes Sturmgeschütz, das Geburtstag feiert. 7 Kanzler hat der Spiegel überlebt, sich mit Adenauer, Strauß, Kohl und vielen anderen angelegt. Auch Sozialdemokraten wurden nicht verschont, ebenso wenig wie Bundespräsidenten. Ich lese ihn jeden Sonntag gerne, warte fast schon drauf, aber ich glaube, ich könnte auch ohne Spiegel glücklich sein. Wenn ich auch in der Vergangenheit, ich glaube, viel Grund hatte, mich kritisch zu äußern, trotzdem, es wäre schade, wenn er nicht da wäre. Gehört zu Recht in jede deutsche Nachkriegsgeschichte an prominenter Stelle, und das ist nicht wenig. Ich kann mit dem Spiegel sehr gut umgehen, vor allem seit ich bei meinem 50. Geburtstag beschlossen habe, mich nicht mehr zu ärgern, allenfalls zu wundern. Ich zittere nicht vor Aufregung, da bin ich in einem allgemeinen Zustand von Gelassenheit und Entspannung, aber ich lese ihn mit Interesse nicht. Ich muss immer gucken, dass ich meine Frau mir nicht wegnehme, bevor ich ihn selber durchgeschaut habe. Der Spiegel ist unverzichtbar für die Politik. Niemand kann ignorieren, dass der Spiegel einen wichtigen Beitrag macht, ohne den man sich die Entwicklung in Deutschland nicht vorstellen kann. Ich habe mich schon einige Male richtig über den Spiegel geärgert, und das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment, was ich zum Geburtstag der ganzen Spiegel-Redaktion machen kann. Spätherbst 2006, das Spiegelhochhaus an der Brandstwiete, der Konferenzsaal im 12. Stock. Montag ist Spiegeltag, sogar hier. Punkt 11 Uhr trifft sich die Redaktion zur großen Konferenz. Und dafür gibt es bei dem Blatt, das seit Jahrzehnten gern und regelmäßig den Weltuntergang prophezeit, feste Rituale. Chefredakteure und Ressortleiter dürfen vorne am Tisch sitzen, alle anderen eine Reihe dahinter, und leere Ressortleiterstühle bleiben leer. Fangen wir wieder an. Die Protokolle aus dem Kreml, Zeitgeschichte, es handelt sich um die Haupt- und Endphase der Ära Gorbatschow, um Geschichten und Gespräche im Politbüro, die sich mit Deutschland und Afghanistan beschäftigen. Protokolle aus dem Kreml. Der vorläufige Titel steht in dieser Woche ausnahmsweise schon fest. Aber er wird bis zum letzten Moment vorläufig bleiben. Und das heißt bis Freitagnacht. Wir werden wahrscheinlich einen Titel machen über die Gespräche im Kreml während der Zeit des Mauerfalles und der Auflösung des Kommunismus und der Sowjetunion. Das wird wahrscheinlich der Titel sein. Aber ganz sicher ist es nicht. Wir warten ja immer noch ab bis Freitag, bis wir wirklich genau wissen, was in der Woche passiert. Titelbild ist noch nicht fertig, aber da gehe ich nachher runter und gucke mal, was sie da entwickelt haben. Deutschland 1945. Ein Land aus Trümmern. Ein Land, das am Boden liegt. In den befreiten Konzentrationslagern lassen die Besatzungsmächte die Deutschen das Grauen persönlich besichtigen. In Hiroshima und Nagasaki fallen im August 1945 die ersten beiden Atombomben vom Himmel. In Berlin versorgen die Westalliierten nach der Blockade 48 11 Monate lang eine ganze Stadt aus der Luft. Noch sind es nur Sektorengrenzen. Am Ende des Jahrzehnts wird es zwei deutsche Staaten geben.
Hannover im Jahr 46. Ausgerechnet hier hat sich ein Brite vorgenommen, den besiegten Deutschen ein Stück Freiheit zurückzugeben. Sein Name John Challoner, jüngster Major der britischen Rheinarmee. Wir begannen in der britischen Zone eine deutsche Presse aufzubauen, um wieder an das anzuknüpfen, was es vorher mal in Deutschland gab. Und ich dachte, da wir nicht viel Papier hatten und daher keine Tageszeitung machen konnten, dass wir am besten mit einer wöchentlichen Zeitung beginnen. Challoner, gerade 21 Jahre alt, beschlagnahmt kurzerhand eines der wenigen noch intakten Gebäude in Hannovers Innenstadt, das Anzeiger Hochhaus. Dort installiert er im 6. Stock eine bunte Truppe von Redakteuren, die an Gartentischen und auf Gartenstühlen arbeitet. An Challoners Seite zwei britische Stabsfeldwebel, beide deutsche Juden, der ehemalige Richter Henry Ormond und der Immigrant Harry Bohrer. Redakteur Leo Bravant, Autor eines Buches über das Besatzungskind der Spiegel, zu seinem ersten Arbeitstag. Challoner war da, spielte ganz den Offizier, rauchte dauernd Zigaretten und die beiden Stabsfeldwebel waren da. Hin und wieder guckte mal irgendeiner von den Briten rein, neugierig, und dann haben sie uns eben News Review und Time Magazine auf den Tisch gelegt und gesagt, also, sagte Challoner dann erstmal, der sprach nur Englisch und sagte, ja, so wollen wir das etwa machen, und Harry Bohrer, der Stabsfeldwebel, der wird euch jeden Tag hier Zeitungen und Meldungen hinlegen, und wir werden euch dieses Leitartikelgefasel austreiben und ein Nachrichtenmagazin machen. Challoner erklärt die britische Wochenzeitschrift News Review, ein Blatt, das in England nicht lange überleben wird, zum Vorbild. Genau so soll es aussehen, das neue deutsche Nachrichtenmagazin. Dreispaltig im Innern, ein paar Schwarz-Weiß-Fotos, ein szenischer Einstieg. Ein Blick aus dem Anzeigerhochhaus aus dieser Zeit. Die jungen Redakteure, darunter der gerade 22-jährige Rudolf Augstein, hier rechts im Bild, studieren das britische Vorbild und sind im Übrigen überzeugt, dass der Spuk nicht lange dauern werde, so Augstein später. Katja Kloß, Augsteins erste Sekretärin, mit ihrem Chef. Er war sehr furchtlos, also der hatte keinen Respekt irgendwie, dass er, ah, hier ist die britische Militärregierung oder irgendwas. Der sagte einfach seine Meinung, der hatte überhaupt keine Furcht, er war völlig unbefangen. Das gefiel den Leuten aber sehr. Augstein hat nicht nur von Anfang an ein Einzelbüro, er gilt auch schnell als Chefredakteur ohne Titel. Weil er die Sache ernst nimmt, wie Challoner sagt. 4 Wochen Zeit bleibt der Redaktion, um das neue Magazin zu entwickeln. Challoner hat ihnen einen zusammengeklebten Dummy mitgebracht, das Urmodell des späteren Spiegel. Am 16. November 1946 erscheint die erste Ausgabe von Diese Woche mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren. Kaufpreis 1 Reichsmark. Bereits in der ersten Nummer sorgt ein Artikel, Titel Hunger an der Ruhr, für Unbehagen bei den Briten. Augstein kritisiert in ihm die Lebensmittelversorgung der Deutschen in der britischen Zone, und das in einem bisher ungewohnten Ton. Die Leute haben gesagt, Donnerwetter, da sind jetzt welche, die mal endlich hier auch den Briten die Leviten lesen. Die Briten selbst, das hat sich ja dann sehr schnell erwiesen, die sagen, die haben gedacht, also der Challoner ist wohl verrückt geworden, und was sind das da für junge Bengels, die also hier als Angehörige einer englischen Informationseinheit in einem Blatt, das als Herausgeber die englische Behörde vermerkt, so etwas zu schreiben. Also die Briten waren natürlich völlig von den Socken. Augstein wird umgehend in die britische Kommandantur bestellt. Und auch Challoner bekommt jetzt Probleme. Es wurde nun beschlossen, das Blatt muss sofort in deutsche Hände übergehen. Und ja, welche deutsche Hand war da? Ich war da. Und dann kriegte ich eine vorläufige Lizenz als Herausgeber. Im Dezember 1946 stellen die Briten unter der Nummer 123 die vorläufige Lizenz zum Drucken aus. Sie tun es, um ein lästig gewordenes Kind loszuwerden, und geben Augstein damit mehr Macht als je zuvor. Karl Rudolf Augstein wird 1923 als 6. Kind einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie in Hannover geboren. Mutter Gertrude ist streng katholisch,
Sonntags geht sie mit den Kindern in die Kirche. Der Abiturient Augstein wird 41 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Später geht er als Leutnant der Reserve an die Ostfront. Viermal wird er als Wehrmachtssoldat verwundet. Seinen Rückzug aus der Ukraine wird er Jahre später im FAZ-Fragebogen als die militärische Leistung, die er am meisten bewundert, bezeichnen. Am 18. Dezember 1941 schreibt der Arbeitsdienstler Augstein aus Kulm erstaunliche Zeilen an seine Eltern. Zitat: Meine Lieben, ich werde die Welt aufhorchen machen und der erste Augstein im Lexikon sein. Zunächst aber sitzt der ehemalige Volontär des Hannoverschen Anzeigers in seinem Büro im 6. Stock und soll eine Redaktion leiten. Von Anfang an nimmt Augstein eine Sonderposition ein, weil er belesen und schnell ist und weil er mit den Briten auf Augenhöhe diskutiert. Eine wichtige Voraussetzung für das neue Projekt. Dieses war eine Zeitschrift, die frei sein sollte, um zu sagen, was gesagt werden musste. Und die Deutschland helfen sollte, eine Demokratie zu werden. Im Juni 1947 übertragen die Briten die Lizenz des Spiegel an Augstein, den Verlagskaufmann Barsch und den Bildredakteur Stemker. Die Anweisung, diese Woche sofort einzustellen, erfolgte Ende Dezember 1946. Maria Rank, erste Archivarin, hier rechts im Bild, erinnert sich. Augstein saß dann gegenüber dem Fenster neben ihm sein Vater. Und dann wurden ein paar Namen genannt, also so ein paar englische, vielleicht Spectator, das weiß ich aber nicht mehr, könnte auch sein. Und dann aber mir ist in Erinnerung, dass es der Vater war. Er sagte, nimm doch mal Mira und übersetz das mal. Und damit war das im Moment geboren, der Spiegel. Die allererste Ausgabe des Spiegel erscheint am 4. Januar 1947. Nach nur 6 Wochen verabschieden sich die Briten aus dem Projekt. Die Deutschen stehen jetzt nicht mehr unter unmittelbarer Zensur. Schon bald dabei Redakteur Hans-Detlef Becker. Wir haben nun getestet, wie weit kann man gehen und was passiert, aber nicht eigentlich bewusst. Wir wollen mal sehen, ob wir verboten werden oder wollen mal sehen, was die Engländer sagen. Das kam etwas später. Zunächst haben wir von dem Recht zu schreiben, was wir wollten, was wir gar nicht kannten, Gebrauch gemacht. Im Juli 1947 findet im Anzeigerhochhaus die offizielle Lizenzfeier statt. Grund genug, viel zu tanzen und sehr viel zu trinken. Da war eine Mauer, die war vielleicht so breit. Und dann ging es 6 Stockwerke in die Tiefe. Ah ja, und das war diese berühmte Lizenzfeier. Wer hat den Mut, da oben drauf zu tanzen? Wie das dann geht, es ist schon was getrunken worden. Also ich habe da drauf getanzt. Derselbe Mauervorsprung 60 Jahre später. Hier befand sich das Terrassencafé, das die Redaktion für die Feier angemietet hatte. Soweit ich mich erinnere, war das auf dieser Plattform. Und wir sind ja im 7. Stock. Und man stellt sich das vor, das Anzeigerhochhaus, 7. Stock. Ja, also wenn ich heute daran denke, kriege ich Grausen. Wir haben gefeiert, dass die Heide wackelte mit Rübenschnaps und mit einem Schnaps, von dem man also leicht blind wurde, irgendwas mit Glycerin, ich weiß nicht, wie das war. Die Redaktion hat zu dieser Zeit ca. 20 Mitarbeiter. Jahre später werden Vorwürfe auftauchen, dass unter ihnen auch einige SS-Leute waren. Die Position des Spiegel damals dazu war eindeutig. Wer Fragebogen und Entnazifizierungsverfahren überstanden hat, der kann auch eingestellt werden. Vorausgesetzt, es wird gegen den Mitarbeiter nicht ermittelt. Das haben wir damals nicht so gesehen. Wir haben damals gesehen, es wird ihnen nichts vorgeworfen. Sie sind sozusagen entlastet von dem sozusagen hypothetischen Vorwurf, sich etwas zu Schulden kommen gelassen zu haben. Dass das heute nicht mehr verstanden wird, verstehe ich. Es kann gar nicht anders sein. Da gibt es aber keine Übereinstimmung. Ich kann heute nicht sagen, oh Gott, hätten wir die damals bloß nicht eingestellt. Das war ein großes politisches Vergehen oder ein schlimmer Irrtum.
1949 legt die Redaktion im Spiegel-Statut die selbstformulierten Ansprüche an das Heft fest. Zitat: Der Spiegel muss aktuell sein, intimere, hintergründigere Nachrichten mitteilen als die Tagespresse und diese Vorgänge in einer Art servieren, die den Laienleser sofort fesselt. Ein Spiegelbericht, den man zweimal lesen muss, um ihn zu verstehen, ist kein Spiegelbericht. Die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet. Am Nachmittag folgte dann die feierliche Eröffnungssitzung des Bundestages. Die Abgeordneten und Ehrengäste treffen vor dem Parlamentsgebäude ein. Professor Carlo Schmidt, Dr. Kurt Schumacher, Dr. Konrad Adenauer. Im September 1950 deckt der Spiegel Bestechungen bei der Wahl Bonns zur vorläufigen Hauptstadt auf. Autor Becker bezog damals seine Informationen von diversen Abgeordneten. Die Enthüllungen führen zum ersten Untersuchungsausschuss der Jungen Republik, dem sogenannten Spiegelausschuss. Da hat Augstein eine sehr große und gute Rolle für die Pressefreiheit gespielt. Er hat nämlich vor Gericht, ist er gefragt worden nach seinen Quellen und da hat er gesagt, Sie können machen, was Sie wollen, Sie können mich einsperren. Ich werde unseren Informanten nicht preisgeben. Und das haben wir natürlich auch mächtig ausgeschlachtet. Und dieses war die erste große, das erste große Bekanntwerden des Spiegel als investigatives Blatt. Vier Abgeordnete legen schließlich ihr Mandat nieder. Nicht die letzten Politiker, die nach Spiegelenthüllungen zurücktreten müssen. Dienstag, 7. November 2006, 10 Uhr, 11. Stock. Wie jeden Tag findet im Büro des Chefredakteurs die Ressortleiterkonferenz statt. Fester Bestandteil, die tägliche Morgenlage. Das Verteidigungsministerium hat erklärt, es könne zu den angeblichen Scheinhinrichtungen durch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan nicht ermitteln. Die Meldung der Berliner Morgenpost vom Wochenende, dass deutsche Soldaten in Kabul Kindern geladene Pistolen an den Kopf gedrückt hätten, sei viel zu vage. Per Video zugeschaltet, dank Raummikrofonen immer dabei und zu einem Kommentar bereit, das Hauptstadtbüro des Spiegel in Berlin. Das war's? Ja. Dann frisch ans Werk. Ja. Der nächste Tagespunkt, die Platzvergabe. So, also 232 Seiten, eine schöner als die andere. Acht Ressorts hat der Spiegel und jedes einzelne darunter kämpft täglich um Seiten im Heft. Das ist hier illegale Kinderheime, Polentourismus. Ja, islamische Verbände in Deutschland unterhalten Kinderheime. Die Kinder gehen morgens um 8 Uhr in eine ganz normale öffentliche Schule bis 13 Uhr und kehren dann in das Kinderheim zurück und werden dann mächtig mit dem Koran vertraut gemacht. Ja, ist es nicht besser, als wenn sie auf der Straße sind? Ja, so kann man das auch sehen. Also die werden da indoktriniert in höchster Weise. Also wenn jemand irgendwie von Integration spricht, hier ist genau das Gegenteil im Gange. Immer so eine offene Frage, und immer wieder dieselben Fragen. Welches Thema schafft es auf den Titel und welche Titel laufen gut? Manche Themen hauen zu einem bestimmten Zeitpunkt hin, andere nicht. Ich habe mich davon ziemlich gelöst und gehe eigentlich nur davon aus, was ich selbst gern lesen würde. Nichts anderes. Also einen anderen Maßstab kann man gar nicht haben. Also wenn man versucht, sich in den Leser reinzuversetzen, liegt man schon daneben. Denn das würde ja bedeuten, ich finde das uninteressant, aber ich vermute mal, dass der Leser das interessant findet. Ich glaube, wenn man so anfängt zu denken, geht es auf jeden Fall schief. Die 50er Jahre. In Ost-Berlin proben Arbeiter im Juni 1953 den Aufstand. 1955, 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, werden die Deutschen wieder bewaffnet. Ein Jahr zuvor bejubeln die Deutschen das Wunder von Bern und werden Weltmeister. In Budapest fordern Studenten 56 freie Wahlen. Der Aufstand wird gewaltsam niedergeschlagen. Währenddessen erlebt die junge Bundesrepublik Wirtschaftswunderzeiten. Das Land wird zur zweitstärksten Wirtschaftsnation der Welt. Aufschwung auch beim Spiegel. Im September 1952 verlegt die Redaktion ihren Sitz von Hannover nach Hamburg in das Pressehaus am Speersort. Der Hamburger Verleger John Jahr hält jetzt 50% der Anteile. Die anderen 50 gehören Augstein.
Aus der zusammengewürfelten Hannoveraner Redaktion wird auf einmal ein richtiger Verlag mit einer Anzeigenabteilung, einer Empfangsdame und einer Gegensprechanlage. Die Redakteure Brawand und Becker gehen wie viele andere mit nach Hamburg. Augstein veröffentlicht zunehmend eigene Kommentare unter den beiden Pseudonymen Jens Daniel und Moritz Pfeil. Augsteins Position war in Hamburg völlig unangetastet und das hat sich dann verstärkt. Und seine Führungsrolle kam dann ja auch immer mehr zum Ausdruck, dadurch, dass er nach außen hin in der Politik und in die Politik hinein mit seinen Jens-Daniel-Artikeln und seinen Kolumnen, der Spiegel war er war der Spiegel. Das hat sich dann so entwickelt. Das Spiegelgespräch wird erfunden. Eines der ersten findet im August 1957 mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht statt. Seine damalige politische Standortbestimmung. Ganz grob gesagt, ja, ist die Lage eine solche, dass das deutsche Volk vor der Entscheidung steht, entweder mit Adenauer den Weg der Hiroshima-Politik, ja, das heißt, Atomkriegspolitik zu gehen oder den Weg der friedlichen Lösung der deutschen Volks. Das ist die Entscheidung, vor der das deutsche Volk steht. Zwei Jahre zuvor hatte der Spiegel mit dem ersten farbigen Titelbild die deutsche Presselandschaft revolutioniert. Darauf die amerikanische Sängerin Eartha Kitt. 1961. In Berlin teilt eine Mauer die Stadt. Ein Jahr später löst die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba die Kuba-Krise aus. Fünf Monate vor seinem Tod besucht John F. Kennedy, 63, Berlin. Ich bin ein Berliner. Die außerparlamentarische Opposition protestiert Ende der 60er Jahre gegen das Establishment. 69 wird Willy Brandt Kanzler und löst die Große Koalition ab. In Vietnam kämpfen über eine halbe Million US-Soldaten einen Krieg, den sie nicht gewinnen können. Im Konferenzraum des Hamburger Pressehauses fällt zu Beginn der 60er Jahre immer häufiger ein Name. Der des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß. Seit Jahren bekämpft das Magazin den bayerischen Politiker ebenso erbittert wie entschieden. Die Tatsache, dass Strauß zu Augsteins Lieblingsgegner avanciert, hat eine lange Vorgeschichte. 1957 war die einhellige Meinung unserer Redaktion, der hier nicht. Ich hatte ihn nach Hause eingeladen und da wurde ordentlich gepichelt. Eigentlich überall, wo Strauß und ich zusammen waren. Und der Strauß benahm sich so unflätig. Der weinselige Redaktionsabend bei Augstein zu Hause festigt die Spiegelmeinung, dass dieser Mann, der die Sowjets mit Sittlichkeitsverbrechern vergleicht, nicht nur keine Manieren hat, sondern in seinem Drängen nach Macht gefährlich werden kann. Strauß darf niemals Kanzler werden, lautet die Parole, die Augstein ausgibt. Am 8. Oktober 1962 erscheint die Spiegel-Titelgeschichte bedingt abwehrbereit. Auf 17 Seiten berichtet der Spiegel über die desolate Lage der Bundeswehr und die Atompläne des Verteidigungsministers. Autor der Geschichte ist der Militärexperte Konrad Ahlers. Ahlers schreibt auch über die Ergebnisse der NATO-Übung Falex 62 und über neue Strategien für die NATO-Streitkräfte. Ein herber Schlag für Strauß. Augstein schätzte die politische Potenz Strauß, aber er hielt sie für sehr gefährlich. Strauß schätzte natürlich das journalistische Schwergewicht Augstein, aber er hielt ihn natürlich auch in seinem Kritizismus für eine Gefahr für die demokratische oder für die Entwicklung Deutschlands. Seit Erscheinen des Artikels wird wegen des Verdachts auf Landesverrat gegen den Spiegel ermittelt. Am Abend des 26. Oktober fährt Polizei am Hamburger Pressehaus vor. Das Gebäude wird umstellt, die Redaktionsräume werden durchsucht. Dann kam unser Chef vom Dienst auf. Ich war in der 7. Etage, Hauptredaktion in der 6. Und er sagt, Herr Brawand, da unten ist der Teufel los, überall Polizei. Es gibt eine Anklage wegen Landesverrat und Augstein soll nach Kuba.
geflohen sein. Das war ja während der Kuba-Krise. Was sollen wir denn nun machen? Wir wurden hier rausgeworfen, durften kein Blatt Papier mitnehmen, keine Schreibmaschine, nichts. Und wussten zunächst gar nicht, wie es weiterging und wussten auch nicht, was wir mit dem Vorwurf des Landesverrats und der Bestechung eigentlich anzufangen hatten. Die Redakteure werden im Konferenzraum festgesetzt, ihre Büros nach belastendem Material durchsucht. Augstein sitzt derweil bei Moselwein zu Hause. Ich verbrachte einen Abend bei Rudolf Augstein. Und in diese Mosel-Sitzung platzte rein die Nachricht von Brabant, der anrief, es wird alles zerniert und Polizei ist im Haus und so weiter. Dann haben wir Josef Augstein angerufen, haben gesagt, was machen wir denn? Augsteins Bruder Josef, der Rechtsanwalt ist, rät ihm, sich zu stellen, gleich am nächsten Morgen um 10 Uhr. Augstein verschiebt den Termin auf 12, um noch in Ruhe frühstücken zu können. Dann fährt ihn Becker ins Polizeipräsidium. Gegen insgesamt 8 Spiegel-Mitarbeiter ermittelt die Bundesanwaltschaft. Konrad Ahlers wird aus dem Bett heraus an seinem spanischen Urlaubsort verhaftet. Am Montag nach der Durchsuchung trifft die Belegschaft des Spiegel zu einer Betriebsversammlung zusammen. Hans-Detlef Becker, inzwischen Verlagsdirektor, moniert den mangelnden Fortschritt der Ermittlungen. Die Dinge gehen uns zu langsam. Nur ein oder zwei Personen führen die Durchsuchungen der Räume, wo nur das landesverräterische Material, das Bestechungsmaterial gesucht wird. Das geht uns zu langsam, denn wir müssen arbeiten. Doch der Adenauer-Staat ist offenbar entschlossen, das Magazin aus dem Weg räumen zu wollen. Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ja. Gott, was ist mir schließlich Augstein? Gott, der Mann hat Geld verdient auf seine Weise und es gibt Kreise, die ihm dabei geholfen haben, indem sie sich abonniert haben auf den Spiegel und indem sie Annoncen reingesetzt haben. Das sind Leute, die stehen nicht sehr hoch in meiner Achtung. Natürlich hing das an ein paar seidenen Fäden. Erstens, der Adenauer mochte das Lauseblatt nicht. Zweitens, der Strauß wollte es in jedem Fall vernichten. Das sind also schon zwei Gegner, bei denen man sagen kann, alle Achtung, da musst du vorsichtig sein. Und natürlich hing es an seidenen Fäden. Es hätte auch krachen können, wenn nicht, und jetzt kommt der Punkt, wenn nicht die Bevölkerung, die Leserschaft, die Hamburger Bevölkerung, Helmut Schmidt als Innensenator dort, praktisch hinter dem Spiegel gestanden hätten. Studenten ergreifen öffentlich Partei für den Spiegel. Und auch Hamburgs damaliger Innensenator Helmut Schmidt interveniert und stellt sich hinter Augstein. Der sitzt seit Tagen im Untersuchungsgefängnis. Es ist mir nicht schlecht gegangen, überhaupt nicht. Mein persönlicher Untergang waren die nicht aus. Sie wollten den Spiegel erledigen für immer. Das dachte ich, 14 Tage lang. Bis ich aus den Nachrichten merkte, es würde nicht gelingen. Die FDP kommt dem bedrängten Augstein zur Hilfe und droht mit dem Bruch der Koalition. Alle FDP-Minister verlassen aus Protest die Regierung. Strauß muss zurücktreten. Auch Adenauer kündigt seinen Rücktritt an. Die Affäre wird zum Siegeszug für eine freie Presse. Bei allen Problemen, die es für die Betroffenen gab, hat die Spiegel-Affäre uns durch Verlauf und Ausgang und die Stärkung nicht nur der publizistischen, sondern auch der demokratisch legitimierten Position des Spiegel die Demokratie in Deutschland gestärkt. Ich glaube, dass die Spiegel-Affäre eine gute Katharsis war für den gesellschaftlichen Organismus, dass wir den Wert der Pressefreiheit und zu schätzen wissen, dass wir wissen, dass der Staat sich nicht in eine autoritäre Richtung entwickeln darf und dass er als Verfassungsstaat sich selber Grenzen setzen muss. Das ist eigentlich die entsprechende Erfahrung, die wir mit der Spiegel-Affäre durchgemacht haben. Und
von der ich glaube, dass sie ihre großen Wirkungen auch gehabt hat. Wochen nach Strauß' Rücktritt ist Augstein noch immer in Haft. Vor Weihnachten schreiben ihm seine Sekretärinnen. Lieber guter Chef, hier stapeln sich Wunderkerzen, dicke und dünne Bücher, Schnapsflaschen und Schokoladentafeln. Wie lange sollen wir denn noch diesen großen Haufen für Sie hüten? Wir möchten Sie jetzt endlich wiederhaben. Keiner schimpft mehr mit uns. Erst im Februar 63 wird Augstein freigelassen, nach 103 Tagen Haft. Noch Jahre später werden in versiegelten und als geheim gestempelten Umschlägen die damals kiloweise beschlagnahmten Akten, Notizen und Aufzeichnungen an die Spiegelredaktion zurückgeschickt. Einer dieser Umschläge wird kurioserweise erst 2006 wiedergefunden. Stefan Aust und Spiegel-Geschäftsführer Karl-Dietrich Seikel wollen ihn jetzt öffnen, 44 Jahre danach. Und dann ist jetzt die Frage, machen wir den jetzt profan hier an der Ecke auf oder müssen die Bänder, brechen wir das Siegel? Nein, an der Ecke. An der Ecke? Ja, ja. Ja? Ja? Ja. Na gut, dann will ich das jetzt mal tun. Aha, noch ein Siegel. Da ist noch ein Siegel drin. Echt? Da ist ja Geld drin. Ja, nicht schlecht. Aha. Und das ist hier. Ach, das ist der ursprüngliche Umschlag. In Gegenwart des Chefs vom Dienst, Herrn Mattisen, verschlossen. Ah ja, und jetzt machen wir das auf. Mhm. Mal gucken. Also erstmal ist das der Titel über die Kuba-Krise vom 31. Oktober 62. So, jetzt warte doch mal. Aber Manuskript. Das sind die Fahnen. Wunderbar. Was im Umschlag steckt, sieht harmloser aus, als es ist. Die beschlagnahmten Manuskripte belegen den Versuch einer Vorzensur. Den konnte man kaufen. So, ja, aber diese Fahnen sind dann wohl die sind beschlagnahmt worden. Selbst Berner. Wer war denn das hier? Die Spiegelaffäre war das erste Mal, dass ich im Nachkriegsdeutschland, ja noch zur Adenauerzeit, sozusagen sowas wie öffentlicher Ungehorsam, Rebellion irgendwie artikulierte. Und daraus sind dann ja später viele Aktivitäten entstanden. Das war eigentlich die erste richtige große außerparlamentarische Bewegung, die nicht parteipolitisch motiviert war. Für den Spiegel erweist sich die Affäre im Nachhinein als kommerzieller Erfolg. Die Auflage schnellt in neue Rekordhöhen. Im Ausland ist das Blatt über Nacht bekannt und berühmt geworden. 1966 dreht ein Filmteam in der Redaktion. Von außen ist nicht zu spüren, ob auch in der Wirklichkeit dieser Gänge und Klausuren jene gelegentlich tumultuarische Lustigkeit lebendig ist, die im Heft so wirksam den Anschein von Distanz und Überlegenheit vorspiegeln. Montags um 11 Uhr ist große Konferenz. Auch hier geht es nicht eben witzig zu. Nur am Kopfende wurde diskutiert, die anderen hörten zu. Durchschnittsalter dieser Männer 37 Jahre. Seit 66 erscheint der Spiegel an einem Montag. Mittlerweile ist er zur viel zitierten Magazinmaschine geworden. Mit einem schon damals beeindruckend gut funktionierenden Archiv. Hier in der Dokumentationsabteilung ruht das Gedächtnis und die stets präsente Reserve des Details. Wir haben 5 Millionen Ausschnitte und einen täglichen Zuwachs von 1800. Auch die Benutzbarkeit dieses Archivs verführt zu Superlativen. Machen wir ein Spiel. Ich drücke hier auf die Taste Personal 2. Fräulein Rehmer, hören Sie mich? Ja. De Gaulle hat schon sehr früh davon gesprochen, dass die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, schreiben Sie, ja, Voraussetzung der Wiedervereinigung sei. Haben Sie das? Ja, das habe ich. Bitte Meldungen darüber und auch über die Reaktion der Bundesregierung. Ein kaum noch bekanntes Zitat de Gaulles, Datum irgendwann früher. Das Mädchen sucht automatisch die Karteikarte de Gaulle öffentliche Erklärungen und findet Pressekonferenz mehrere Themen, unter anderem Oder-Neiße. Das Datum führt zu einem bestimmten Leitsordner. Das Gesuchte ist gefunden. Im mittlerweile digitalen Spiegelarchiv sind über 34 Millionen Textdokumente abgelegt. Jedes Jahr kommen weitere 3,7 Millionen dazu. Sie alle sind innerhalb von Sekunden für jeden Redakteur abrufbar. Ich suche Interviews mit Angela Merkel innerhalb der letzten 3 Jahre in allen verfügbaren Quellen. Also habe ich Angela Merkel eingegeben und drücke jetzt auf
suchen und Sie sehen, dass innerhalb von 2 Sekunden wir 206 Dokumente gefunden haben. Ich mache mal ein Dokument auf, dass Sie es sehen können. Hier sehen Sie Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 6. November mit Frau Merkel zum EU-Beitritt der Türkei. 3122 Spiegeltitel sind seit Bestehen erschienen und fast jeder erinnert sich noch an seinen ersten. Den ersten Spiegel habe ich in West-Berlin in der Hand gehabt. Später dann haben wir uns gegenseitig, wenn jemand in Berlin war aus dem Freundeskreis, den Spiegel mitgebracht. Die kursierten, die waren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zerlesen. Beim Friseur, da hing der Spiegel. Und damals noch schwarz-weiß und völlig anderes Papier. Und da habe ich immer schon mal durchgeblättert. War allerdings, wie alt war ich da, irgendwas noch unter 10. Der begleitet mich seit dem Studium. Und da habe ich ihn je nach Kassenlage mal gekauft. Meistens allerdings habe ich bei Kollegen geschnurrt, wenn die mehr Geld hatten, um ihn zu kaufen. Am Anfang hat er viel zu meiner politischen Sozialisation, wie man das so schön nennt, beigetragen. Ich habe ihn verschlungen. Berlin 1968, die Zeit der großen Studentenunruhen. Augstein sympathisiert mit der Bewegung, doch jetzt wird auch der Spiegel vom oppositionellen Sockel gestoßen. Ich glaube also, wir müssen Herrn Dutschke und nicht nur ihn zwingen, uns zu sagen, welches System will er an die Stelle des jetzigen Systems setzen. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten geben. Es ist ein Kennzeichen der Person von Rudolf Augstein, dass er sich überhaupt auf solche Diskussionen eingelassen hat und daran eine Freude gewonnen hat, solche Diskussionen führen zu können. Er hatte nicht etwa. Manche haben gesagt, die Rote Duschke ist ja sozusagen ein Outlaw und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Das war übrigens, das ist auch ein Verdienst des Spiegel, die Diskussion, die Menschen in die Diskussion hineinzunehmen. 1969 zieht der Spiegel um in einen Neubau an der Hamburger Ost-West-Straße, dessen Gestaltung der dänische Designer Werner Panton übernimmt. Und so wird es auf einmal ziemlich bunt und modern. Jedes Stockwerk, jede Abteilung, jedes Ressort hatte eine andere Farbe. Mit der Auslandsredaktion hatten wir damals ein sehr schönes Blau. Violett waren die Konferenzräume, grün war die Wirtschaftsredaktion oder die Deutschlandredaktion. Das sah wunderbar aus. Der Besucherraum im Foyer, auch Grüne Hölle genannt, überlebt nicht lange. Dafür aber die orange-rote Kantine. Auszug aus einem Spiegelporträt, gedreht im Jahr 1970. Das Essen ist gut und billig, ebenso die Bedienung. Ohne Trinkgeld, denn man zahlt bargeldlos. Getränke und kalte Speisen werden auch in die Arbeitsräume geliefert. Nur gibt es, außer für Augstein und Gäste des Hauses, vor 5 Uhr nachmittags kein Bier. Scharfe Sachen werden nicht ausgeschenkt. Man besorgt sie sich privat. Dafür ist aber Schwimmen im Keller, Saunabenutzung und Massage kostenlos. Das kapitalistische System anprangern, aber Saunabäder im Spiegel ausbauen, sagt Spiegelgegner Hans Habe. Immer wieder wird das Schwimmbad auch für redaktionsinterne Wasserballturniere genutzt, bis man dabei irgendwann eine Lampe von der Decke holt, die dem Pool gefährlich nahe kommt. Heute lagern dort, wo einst ressortübergreifend geplanscht wurde, Dokumente aus 6 Jahrzehnten, darunter Teile des Augstein-Archivs und Strauß-Akten. Stille Zeugen der Spiegelgeschichte, zu der natürlich auch die berühmt gewordenen Spiegelgespräche gehören. Wir
Deren Prinzip basiert bis heute auf der nachträglichen Autorisierung durch den Interviewpartner. Was das Gespräch besonders authentisch macht. Vorausgesetzt, es wird aufgezeichnet. Da hatte der Stenograf vergessen, ein Band einzulegen in die Maschine. Wir hatten das ganze Gespräch fertig. Und dann kam zum Vorschein, oh Gott, wir haben es nicht. Und dann haben wir es nachempfunden. Ich verrate jetzt was aus dem Nähkasten. Haben wir es nachempfunden. Zur Billigung hingeschickt und er sagt, das war ein tolles Gespräch. Ich sage nicht, wer es war. Im Sommer 1974 treffen Spiegelredakteure den damaligen Kanzler Helmut Schmidt in sehr entspannter Atmosphäre zum Gespräch. Augstein erhebt sogar zum Spaß die Axt gegen Schmidt. Die Pointe zu diesem Bild, die hat mir viele Jahre später der Personenschützer von Helmut Schmidt erzählt. Der stand nämlich weiter oberhalb noch, den hatte ich gar nicht wahrgenommen. Und er erzählte, dass dies die schwierigste Situation in seinem Schützerdasein gewesen ist, weil er nämlich glaubte, er müsse Augstein erschießen, bevor der den Bundeskanzler umbringt und nur deswegen davor zurückgeschreckt sei, weil Böhme und ich in der Schussbahn gestanden hätte und er erstmal uns beide hätte umlegen müssen. Die unmittelbare Nähe zu den Regierenden muss nicht zwangsläufig lebensgefährlich sein. Seit Januar 2005 residiert die Redaktionsvertretung Berlin am Pariser Platz, Ostseite. Mit Blick auf das Brandenburger Tor wird die Lage der Nation diskutiert. Redaktionskonferenz täglich um 9:30 Uhr. Ein Mann aus dem Berliner Büro ist den Mächtigen besonders nahe gekommen. Doch die Tuchfühlung zu Kanzler und Ministern ist nicht immer nur von Vorteil. Manchmal erfährt man was, manchmal erfährt man genau aus dem Grunde nichts, weil sie sagen, du darfst natürlich nicht schreiben. Also das ist schon, diese Enge ist schon sehr gefährlich. Ich habe schon versucht, immer wieder Abstand hinzukriegen. Die tägliche Schaltkonferenz mit Hamburg. Die Frage ist, ob das in den nächsten Monaten haltbar ist, dass wir sozusagen die Bundeswehr in dem sicheren Teil Afghanistans ist, der weiter unten jeden Tag jetzt Tote sind, mehrfach, da ist richtig Krieg. Man muss ja nicht unbedingt nur aus Solidarität sich damit in die Falle begeben. Eigentlich müssen wir ja warten, wenn die sich überlegen, da die Truppen hinzuschicken, dass sie ein Gesamtkonzept zusammen mit ihren Alliierten ausarbeiten, das zumindest dazu führt, dass sie bestimmte Regionen halten oder erobern oder sonst irgendetwas können. Aber bloß aus Solidarität sich nur mit abschlachten zu lassen, macht ja noch keinen Sinn. Eine weitere Spiegeltradition, das politische Hintergrundgespräch, bei dem man später grundsätzlich so tut, als hätte es nie stattgefunden. Zitiert werden darf aus diesen Treffen nie. Bitte, wo Sie wollen, nehmen Sie Platz. Ein Hintergrund hat auch den Sinn, mal zu fühlen, was wird im Bereich der Journalisten, der Fachjournalisten gedacht über manche Maßnahmen, sozusagen für beide Seiten hilfreich, allerdings unter der Voraussetzung, dass das, was dort besprochen wird, auch Hintergrund wirklich bleibt. Es soll schon frisch ernannte Minister gegeben haben, die sich zuallererst bei Spiegelredakteuren über die Zustände in ihrem Ministerium informiert haben. Die 70er. Brandts Kniefall in Warschau 1970 beeindruckt die Welt. Zwei Jahre später übersteht er nur knapp das Misstrauensvotum seiner politischen Gegner. Bei den Olympischen Spielen in München verüben palästinensische Terroristen einen blutigen Anschlag. 73 autofreie Sonntage dank Ölkrise. Ein Jahr später stürzt Willy Brandt über DDR-Spion Günter Guillaume. So war mir Gott helfen. Der Sozialdemokrat Helmut Schmidt wird sein Nachfolger. Die Rote Armee-Fraktion mordet in Deutschland. 77 wird zum Herbst der Terroristen. Hamburg 1970. Verlagsdirektor Hans-Detlef Becker auf dem Weg zur großen Konferenz. Man hat ungern Zuschauer bei diesen Montagskonferenzen, nicht weil hier große Geheimnisse ausgeplaudert werden, sondern weil sie selten so gut wie ihr Ruf sind. Sie bieten ein schönes Bild des Spiegel und seiner Hierarchie. Das Blatt pflegt stillschweigend gewisse Rituale. Zu denen gehört auch, dass der Stuhl des Herausgebers für alle anderen tabu ist. Selbst auf kleineren Konferenzen. Dieser Stuhl blieb auch frei,
wenn Augstein nicht da war. Das konnte bedeuten, wenn Augstein auf Sylt war oder Saint-Tropez war, konnte das bedeuten, dass wochenlang dieser Stuhl frei blieb. Und es wurde jedes Mal als eine Mutprobe angesehen, wenn einer der Ressortleiter es dann sich doch traute, auf diesen Stuhl Platz zu nehmen, in der vollen Gewissheit natürlich, dass Augstein tatsächlich auf Sylt war oder in Saint-Tropez war. Ganz leicht öffnen, ganz locker den Mund dabei. Ja. Frauen haben es zu dieser Zeit schwer bei dem linksliberalen Magazin. 1970 gibt es gerade mal 8 Redakteurinnen. Die meisten Frauen beim Spiegel arbeiten in den jeweiligen Redaktionssekretariaten oder aber im Service. Frauen waren selten beim Spiegel, im Hause selber waren sie mehr Exotinnen. Wie so ein Männerorden hat sich der Spiegel verstanden und da hatten es Frauen schwer und dann wurden Transparenzpartys veranstaltet, um auch das Zusammenleben zu fördern und solche Geschichten. Hoch oben im geheimnisumwobenen 12. Stock des Redaktionshauses residiert Rudolf Augstein. Der Fahrstuhl fährt nur bis zur 11. Etage. Ungebetene Gäste haben keinen Zugang zu seinem Reich. Er ist Herausgeber und seit 1969 Alleinbesitzer eines konkurrenzlosen Magazins mit einer Auflage von über 1 Million Exemplaren. Er wird geschätzt auf 10 bis 30 Millionen Mark jährlich. Rudolf Augstein, 47, 1,69 Meter, der kleine König, wie ihn ein Spiegelreporter einmal im Spiegel genannt hat. 1972 begibt sich der Spiegelchef in die Niederungen der Politik. Ausgerechnet im traditionellen CDU-Wahlkreis Paderborn tritt Augstein für die FDP an. Er kandidierte für den Bundestag und es war ganz selbstverständlich, dass ich in den Wahlkreis Paderborn gekommen bin, um ihn dort zu unterstützen und nun plötzlich den Mann, der von seinem Schreibtisch aus in Hamburg einen solchen Einfluss auf das Land gehabt hatte, zu erleben, wie er nun in einem Straßenwahlkampf, in einem ganz schwierigen Wahlkreis, für Liberale sehr schwierigen Wahlkreis wie Paderborn, gegen einen Gegner wie Reinhard Barzel einen Boten zu machen. Das war schon eindrucksvoll. Augstein als Wahlkämpfer. Lieber Hans-Dietrich Genscher, wir heißen Sie hier in Reda-Wiedenbrück willkommen. Ihre Begleiter und vielleicht Sie selbst werden unterwegs gemerkt haben, wie dringend Reda-Wiedenbrück eine Umgehungsstraße benötigt. Bravo! Kein Wähler, und sei er noch so klein, bleibt von ihm verschont. Augstein wird Abgeordneter, zieht sich aber bald wieder aus der Politik zurück. Mit Willy Brandt verbindet ihn seit Jahren eine besondere Beziehung. Er schätzt den Sozialdemokraten, wenn er ihn auch für zu emotional hält. Noch am Abend seiner Vereidigung als Kanzler am 22. Oktober 1969 steht Brandt, Augstein, Böhme und Gauß für ein Spiegelgespräch zur Verfügung. Eine sehr vertraute Unterhaltung, in der es nicht nur um Politisches geht. Ein Auszug. Wollen Sie denn jetzt in diesen fabelhaften Bungalow einziehen? Ich meine, ich muss schön, anständig als halber, wenn er mal raus ist in einigen Wochen, mal mit meiner Frau dahin gehen, ne? Ja. Aber wir haben nicht, das ist nicht gebaut für eine Familie mit Kindern, ne? Sie wollen hier wohnen bleiben, ja. Und Scheel in seinem Hause. Ja, und das machen wir zum Gästehaus, aber für Kanzler und Vizekanzler. Der Herausgeber hat zu dieser Zeit Ärger in den eigenen 4 Wänden. Ein Teil der Redaktion meutert und fordert plötzlich Mitbestimmung. Um die Palastrevolte abzuwenden, offeriert der Verleger ein Mitbeteiligungsmodell, auf das ihn seine 4. Frau gebracht haben soll. Er tut das gegen den Rat seiner Weggefährten. Nun ja, der ja schon lange nicht mehr beteiligt war, aber wir waren ja mit ihm befreundet. Der hat zu mir gesagt, den Leuten die Hälfte des Gewinns geben, warum nicht? Aber man darf ihnen doch nichts zu sagen geben, sie dürfen doch nichts zu sagen haben. 1974 werden nach langen Verhandlungen aus den Mitarbeitern des Spiegel stille Gesellschafter. Augsteins Flucht nach vorne schafft einem Pressewesen einmaliges Modell.
Rudolf Augstein, der ja kein Held war, hat gesagt, er kriegt am ehesten Frieden in den Laden, in den Unruhe, wenn er sich nicht als Kapitalist, nicht, nach 68er Zeit, nicht als Kapitalist erweist, sondern als ein großmütiger, aufgeklärter Mensch, der die Hälfte seiner Kapitalanteile an die Belegschaft weitergibt. Er hat das später dann oft bereut, aber es war halt zu spät. Die 80er. Die Grünen ziehen in den Bundestag ein. Helmut Kohl wird Kanzler. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. 1986 explodiert in Tschernobyl ein Atomreaktor. Der russische Präsident Gorbatschow leitet mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika die Wende ein. 1989 feiert die DDR ihren 40. Geburtstag. Am 9. November fällt die Berliner Mauer. Im Hamburger Spiegelhaus werden die 80er zur Dekade der politischen Affären. Neben dem Skandal um die neue Heimat decken Redakteure die Flickspenden-Affäre auf, der der Spiegel allein 6 Titel widmet. Ich weiß noch, in einer Konferenz, war ein Freitagmorgen, hatte ich hier in der Jackentasche zusammengerollt, hier fotokopierte Akten. Und habe aber erst die Konferenz zu Ende gehen lassen und dann Augstein gebeten zu bleiben. Engel war da, Böhme. Und dann habe ich gesagt, hier, alle sind geschmiert worden von Flick, von Brauchitsch, von Kohl angefangen und so weiter, runter die ganzen Sozialdemokraten, die konnten es alle nicht glauben. Dann haben wir freitags den ersten Titel gemacht, wohin flossen die Millionen. Flick-Manager von Brauchitsch gibt Zahlungen zu, Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff tritt zurück, der Bundestag setzt einen Untersuchungsausschuss ein, der Grüne Otto Schily gehört dazu. Wir haben dann in der Tat auch sehr intensiv zusammengearbeitet in der Frage, was hatte der Spiegel an Erkenntnissen gewonnen über einen investigativen Journalismus, was haben wir an eigenen Erkenntnissen gewonnen. Wir haben selbstverständlich auch dem Spiegel zum Teil daran teilhaben lassen, welche Möglichkeiten von unserer Seite an Informationen gewonnen werden konnten. Ost-Berlin. Nachdem der Spiegel sein Büro 78 schließen musste, weil er das Manifest von DDR-Oppositionellen veröffentlichte, darf Korrespondent Ulrich Schwarz 85 wieder in die DDR. Diesmal rundum versorgt von der Stasi. Nach der Wende habe ich eben festgestellt, dass es kein harmloses Büro und keine harmlose Wohnung war, sondern dass es total verwanzt war. Die Telefone wurden abgehört. Es saßen Wanzen offenbar hinter den Schaltern, hinter den Lichtschaltern. Es gibt darüber sogar Fotos in den Stasi-Akten. Und es war halt eben, ich war 24 Stunden unter Kontrolle. Unter den Decknamen Nadel und Kamm ist der Spiegelmann die zentrale Figur einer groß angelegten Überwachungsaktion mit dem Decknamen Tarantel. Einen Zweitschlüssel für das Spiegelbüro besitzt die Stasi sowieso. Aufmerksame Zuträger sitzen in der Nachbarschaft. Das war unser Türspion und da hinten ist der andere. Hier wohnte jemand, da bin ich ziemlich sicher, dass der für die Stasi arbeitete. Es waren für die ja auch die wichtigsten Wohnungen, ne? Rechts und links. Ein Heer von Stasi-Mitarbeitern ist rund um die Uhr damit beschäftigt, Abhörbänder auszuwerten oder Bewegungsprotokolle zu erstellen. Das Stasi-Protokoll vom 14. Oktober 85. Kamm verließ gegen 12.30 Uhr hektisch das Haus. Gegen 9 Uhr betrat Bürste mit 3 vollen Plastetüten und einer Segeltuchumhängetasche das Haus. Die DDR war zugeschlossen, was Informationen anging, wie eine Auster. Was auch klar war, ist, die westdeutschen Korrespondenten waren Klassenfeinde und ganz oben an stand der Spiegel. Wie sich dann nach der Wende herausstellte, das Spiegelbüro hatte ja auch den Decknamen Tarantel. 87 wird das Jahr der Barschel-Affäre. Der Spiegel deckt dunkle Machenschaften in Kiel auf, die Beschattung des Kandidaten Engholm. Das war eine extrem spannende Zeit und im Nachhinein
bin ich der Meinung, es war richtig, dass wir es gemacht haben, auch wie wir es gemacht haben, dass man dann später erfahren hat oder glaubt erfahren zu haben, dass bei der ganzen Affäre auch manches von SPD-Mitarbeitern gefingert wurde. Das ist zwar richtig, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass Barschel damals halt die ganzen Sauereien gewusst hat, gebilligt hat und dass er gelogen hat. 9. November 89, Grenzöffnung am Übergang Bornholmer Straße. Nur wenige ahnen, wie nahe man nun einem Ende der deutschen Teilung ist. Kurz zuvor hatte Chefredakteur Erich Böhme im Spiegel einen umstrittenen Kommentar veröffentlicht, dessen Kernsatz lautet: Ich möchte nicht wiedervereinigt werden. Ich muss mich ja dazu bekennen, dass ich den Aufsatz geschrieben habe. Ich will nicht wiedervereinigt werden. Gemeint war eine Wiedervereinigung des Hoppla Hopp, wie sie dann auch geschehen ist. Ich dachte, es ist möglich, dass die beiden Staaten sich eher aneinander anpassen, kompatibler werden, dass man langsam eine Währungsunion, eine Wirtschaftsunion machen kann und dass es dann zusammen, langsam zusammenwächst, was zusammengehört. Rudolf Augstein ist anderer Meinung. Es folgt ein flammender Gegenartikel. Der Herausgeber soll Recht behalten. Ich habe dann 89 sehr schnell begriffen, dass er das Gespür dafür hatte, dass wir in so einem historischen Moment gerade sind. Und dieser Satz, der Zug ist abgefahren, den er da gegenüber Günter Grass dann gesagt hat, als der immer noch von Konföderation redete und die Leute schon in Massen rüberkamen, das hat eben gezeigt, dieser Instinkt wieder. Er war ganz sicher, dass es so kommen musste. Was haben Sie uns geraten? Realismus. Ja. Aber das schließt doch den moralischen Maßstab nicht aus. Nein, habe ich ihn ausgeschlossen. Was Sie jetzt machen, ist was anderes. Der Zug fährt ab. Er ist abgefahren. Sie sitzen nicht mit drin. Die 90er Jahre. Im Oktober 90 wird aus zwei deutschen Staaten wieder einer. Seit Januar 91 herrscht Krieg am Golf. Der neue starke Mann im maroden Sowjetreich, Boris Jelzin. Bei der Bundestagswahl 98 gewinnen SPD und Grüne. Deutsche Soldaten ziehen zum ersten Mal seit 1945 wieder in den Krieg. Zielgebiet das Kosovo. Anfang der 90er Jahre liegt die verkaufte Auflage des Spiegel bei satten 1,1 Millionen. Nie war sie so hoch. Noch ist das politische Nachrichtenmagazin konkurrenzlos auf dem deutschen Markt. Noch ist keine Anzeigenkrise in Sicht. Ganz im Gegenteil. Es war eine verteufelt gute Zeit. Wir hatten ja keinerlei Auflagenprobleme. Es war ja so, wir haben gar nicht nach der Auflage gefragt. Die war mehr als gut. Wir haben überhaupt nicht uns um Anzeigen oder Interessen von Anzeigenkunden gekümmert. Wir hatten 6.000 oder 6.500 Seiten. Wir hatten manche Hefte, da konnten wir keine Anzeigen mehr unterbringen, weil die Heftklammern, die halten, glaube ich, 380 Seiten. Aber die 90er bringen auch große Veränderungen für den Spiegel. Aus München macht Focus ihm auf einmal Konkurrenz. In Hamburg wird das Papierarchiv ausgelagert und durch ein digitales ersetzt. Kurze Zeit später erscheint der Spiegel farbig und verabschiedet sich nach fast 50 Jahren von den Schwarz-Weiß-Fotos im Innern. Ein paar Strecken haben wir schon gemacht, Anfang der 90er Jahre. Das waren dann für den Kulturteil vor allem große Bildstrecken über Ausstellungen. Und dann wurde das immer häufiger. Dann wurden einige Produkte in Farbe gemacht. Und ich glaube, so im Laufe der Jahre 94, 95 ist dann das Heft insgesamt farbig geworden. Ja, 95. Ja. Und das Zweite war ein paar Jahre später die Namen unter den Geschichten, was für den Spiegel und für das innere Gefüge, das kann man sich gar nicht vorstellen, eine Mordsgeschichte war. Nicht wenige, und ich gehörte irgendwie auch dazu, dachten, es geht gar nicht. Der Spiegel ist ein Kollektiv. Der Spiegel ist nur immer der Spiegel und der Einzelne verschwindet hinter dem Spiegel. Was auch irgendwie unserem Selbstgefühl, wir gegen den Rest der Welt, entsprach.
Als Gerhard Schröder 98 Kanzler wird, hat die Redaktion endlich wieder einen Regierungschef, der mit ihr spricht. Vorgänger Helmut Kohl hatte während seiner Amtszeit Interviews mit dem Spiegel konsequent verweigert. Ich fand in seiner Haltung zu sagen, nee, wenn die mich so, und sie haben ihn ja nicht immer fair behandelt, wenn die mich so behandeln, ich muss ja nicht, das hatte schon was Respektgebietendes an sich. Aber das konnte ja nicht, diese Haltung war ja nicht zur Verallgemeinerung, auch nicht von ihm gedacht, sondern es war seine Entscheidung und andere treffen ihre Entscheidung. Die Verweigerungshaltung, ja, Herr Gott, ich habe das nie als so dramatisch empfunden. Es hat dem Spiegel nicht geschadet, ganz gewiss nicht, auch nicht genutzt. Ich meine, die Informationen, die wir wirklich haben wollten, die haben wir immer gekriegt. Aber auch der Medienkanzler Gerhard Schröder wird nicht geschont. Nach den wohlwollend begleiteten ersten zwei Jahren im Amt geht der Spiegel mit der rot-grünen Koalition hart ins Gericht. Irgendwann erhält Schröder sogar von Augstein die Nachricht überbracht, dieser Mann muss weg. Er hat es mir nicht geschrieben, er hat es meiner Sekretärin Frau Duden diktiert. Und sie hat es mir dann bruchstückhaft vorgelesen. Ich weiß nicht, warum das so war, aber immerhin hat er es mir mitgeteilt. Das finde ich ja schon bemerkenswert. Die anderen haben es ja nicht mal gesagt. Das neue Jahrtausend. Im Januar 2002 kommt das neue Geld. Der Euro ist da. Ein Jahr zuvor, am 11. September 2001, erschüttert ein Terroranschlag von nie gekanntem Ausmaß die Welt. Das Datum 9/11 markiert eine Zeitenwende. US-Präsident Bush startet seinen Feldzug gegen das Böse, Einmarsch in Afghanistan. Im März 2003 beginnt der Irakkrieg. Amerikaner und Briten suchen nicht existente Massenvernichtungsmittel. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Angela Merkel wird die erste deutsche Kanzlerin einer großen Koalition. Im Juli 2000 wird Spiegelredakteur Andreas Lorenz auf der südphilippinischen Insel Jolo von islamischen Rebellen entführt. Bei einem Treffen mit einem Informanten wird er in diesem Café überwältigt und anschließend in den Dschungel verschleppt. Die Entführer verlangen ein hohes Lösegeld und drohen bei einem gewaltsamen Zugriff mit der Ermordung der Geisel. Meine Entführer befürchten eine militärische Befreiungsaktion. Bitte übermitteln Sie meiner Frau und meinen Kollegen meine herzlichsten Grüße. Danke für eure Unterstützung. And thank you for your support. Spiegelredakteure reisen nach Jolo, um über Mittelsmänner Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Aber die Bedingungen wechseln im Stundentakt. Dann gibt es doch eine Lösung. Nach 26 Tagen wird Lorenz aus der Geiselhaft entlassen. Und dann ging es fast im Laufschritt durch den Dschungel zur Straße. Sehr nervös waren sie, weil sie offensichtlich fürchteten, dass sie da zwischendurch angegriffen werden von irgendwelchen konkurrierenden Gruppen oder vom Militär oder von der Polizei. Und dann stand ein Wagen da mit dem Vermittler und der hat mich dann in die Stadt gefahren. Für Andreas Lorenz ist das Drama zu Ende, nicht aber für jene 21 Geiseln in der Hand der Rebellengruppe Abu Sayyaf, über deren Schicksal er ursprünglich berichten wollte. Als die Türme des World Trade Center in sich zusammenkrachen, sind Spiegelreporter vor Ort. Der Verlag verkauft von Heft 38 2001 mehr Exemplare als jemals zuvor, insgesamt über 1,4 Millionen. Aus den umfangreichen Recherchen zu den Hintergründen der Anschläge entsteht ein in 10 Sprachen übersetztes Spiegelbuch. Je näher der Irakkrieg rückt, desto entschiedener positioniert sich der Spiegel gegen die amerikanische Rambo-Politik. Dem Titel Die Bush-Krieger, vielfach zitiert, folgen viele andere, die das amerikanische Vorgehen im Irak kritisieren. Reporter und Redakteure des Spiegel werden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Allein dem begehrten Kisch- und späteren Henry-Nannen-Preis für hervorragende journalistische Arbeit erhalten sie seit 2000 6-mal. Und die Angehörigen der Opfer gehen bereits auf die Straße.
Am 7. November 2002 stirbt Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein. 2 Tage zuvor war er 79 Jahre alt geworden. Seine Redaktion widmet ihm zum Abschied einen Titel. Seine größte Leistung, so Augstein zu Lebzeiten, ich habe gewisse Verdienste um die Demokratie. Ich konnte besser als andere verstehen, was er meinte, wenn er sagt, der Spiegel ist das Sturmgeschütz der Demokratie. Nicht? Da spürte man, wie er die Rolle seines Blattes gesehen hat und natürlich auch seine eigene Rolle in der Nachkriegsentwicklung in Deutschland, die ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlassen hat. Deutschland verliert einen großen Journalisten. Ich habe Rudolf Augstein immer bewundert und auch in der Spätphase, wo er dann mächtig auf mich draufgehauen hat, habe ich immer gesagt, der darf das, weil ich einen tiefen Respekt vor ihm hatte. Für mich war er eine der Zentralfiguren der bundesrepublikanischen Demokratie. Mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger verband Augstein eine jahrelange Freundschaft. Ich habe nicht immer mit all seinen Kriegen übereingestimmt, den Schlachten, die er geführt hat. Aber ich habe immer großen Respekt für seine Werte gehabt und ihn menschlich besonders geschätzt, denn das war ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Freitag, 10. November 2006. Stefan Aust, seit 12 Jahren Chefredakteur, auf dem Weg in die Titelbildredaktion. Der Text zur Titelgeschichte liegt bereits in der Dokumentation. Kein anderes europäisches Magazin leistet sich so viel Dokumentare wie der Spiegel. Und die misstrauen grundsätzlich jedem und überprüfen akribisch jede noch so kleine Information. Wir stellen alles in Frage, wir glauben nichts. Wir haben hier schon einige Fakten, die man prüfen muss. Die erste ist, der 17. Oktober 1990 ist es ein Mittwoch. Das ist einfach zu prüfen. Da gucken wir einfach in den ewigen Kalender. Dann haben wir das schon. Das ist bereits passiert, das haben wir gemacht. Das ist ein Mittwoch. Jetzt ist die Frage, ist es ein nasskalter Tag gewesen? Ich habe mich dafür mit dem Deutschen Wetterdienst in Verbindung gesetzt. Wir haben verglichen, haben gefragt, was ist für ein Wetter in Moskau gewesen an dem Tag. Und es war erstaunlich warm, es ist über 14 Grad, strahlender Himmel bis mittags 12 Uhr, ab 9 Uhr morgens, sodass wir hier sagen können, 10 Uhr früh, ein strahlender Spätherbsttag. Und das können wir dann schon gleich mal verändern. Titelbildchef Stefan Kiefer hat einen ersten Entwurf auf dem Monitor. Verbesserungswürdig, meint der Chef. Lassen wir uns noch mal mit Hammer und Sichel ein bisschen üben. Ein bisschen größer? Bisschen, ja, mal, einfach mal groß machen. Ich weiß was, brechen Sie einfach den Hammer in der Mitte durch. So, die Schrift da drunter nehmen wir weg. Bisschen schräg. Und jetzt ein bisschen runterknicken. Ist gar nicht so doof, ne? Das kann man nicht am Schreibtisch irgendwie oben machen oder wenn man irgendwo anders ist, sondern das geht eigentlich nur hier, weil hier die Materialien sind. Das ist so wie Knetmasse, dass man da irgendwie gemeinsam spielt und mit der Knetmasse dann irgendetwas anfängt. Und dann kommen einfach Assoziationen dazu. Ich meine, auf die Idee mit dem gebrochenen Hammer kommt man nur, wenn er ein Hammer ist. Der Spiegel ist längst nicht mehr nur der Spiegel. Vor 17 Jahren kam die Fernsehtochter dazu, vor 12 Spiegel Online. 1400 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, das Augstein einst gründete. Im Grunde postulierte er immer, dass die Geschichte des Spiegel wie die anderer Nachrichtenmagazine nach spätestens 40 Jahren vorbei sei. Das war natürlich für uns immer Ansporn zu zeigen, dass es auch weitergeht. Und vielleicht ist das auch sein Vermächtnis. Er sagte mal bei irgendeiner Angelegenheit, ich weiß es nicht mehr wann, sagte er, natürlich werden wir untergehen, aber wir werden die Letzten sein. Und die sind ja bekanntlich die Ersten. Der Spiegel ist unentbehrlich, so schrieb Hans-Magnus Enzensberger schon vor Jahren, solange es kein kritisches Organ gibt, das ihn ersetzt. Womit er recht hat.